Wer war die Münchner Klaviervirtuosin, Professorin und Komponistin Sophie Menta? Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab sie Konzerte quer durch ganz Europa. Mehr als 50 Jahre lang wurde sie vom Publikum geliebt und gefeiert. Und heute? So gut wie vergessen? Am 14. Juli 2018 wurde anlässlich des 100. Todesjahres von Sophie Menta mit einem Gedenkkonzert im Gasteig an sie erinnert. In einem Vortrag beleuchtete die Wissenschaftlerin Dimut Böhm die wichtigsten Stationen in ihrem Leben. Die Reichweite und der Bekanntheitsgrad, die Sophie Menta mit ihrem Klavierspiel erlangt hat, sind enorm. Umso erstaunlicher ist es jedoch, dass heute fast niemand mehr etwas mit ihrem Namen verbindet. Für das Konzert konnte ein ganz besonderer Gast eingeladen werden. Der 16-jährige deutsch-spanische Nachwuchspianist Michael Andreas Heringer, der Ur-Ur-Urenkel von Sophie Menta und Franz Liszt. Sophie Menta wurde am 29. Juli 1846 in München geboren und ging aus einer bekannten Münchner Musikerfamilie hervor. Sie studierte am Münchner Konservatorium, gab im Alter von 15 Jahren ihr erstes öffentliches Konzert und danach unternahm sie erste Konzertreisen. Im Leipziger Gewandhaus wurde der renommierte Klavierpädagoge Karl Tausig auf sie aufmerksam. Trotz ihrer bereits weit fortgeschrittenen Technik studierte sie für zwei weitere Jahre bei ihm in Berlin. In dieser Zeit reifte sie zu einer Pianistin von internationalem Format heran und wurde so zu einer bayerischen Botschafterin in vielen europäischen Ländern. Musikkritiker reagierten unterschiedlich auf ihr Klavierspiel. Während die einen sie priesen, galt anderen ihr Spiel primär als männlich. Für die virtuosen Kompositionen Franz Liszt war ihre Spielweise geradezu prädestiniert. Bereits seit ihrer Jugend hatte sie für den immerhin 35 Jahre älteren Liszt geschwärmt. Er war ihr Idol, dem sie nacheiferte. Und sie setzte alles daran, ihn kennenzulernen. Im Frühjahr 1869 spielte Menta das Klavierkonzert S-Dur, ihr Paradestück von Franz Liszt, erstmals in Wien. Liszt war auf die junge Münchner Pianistin aufmerksam geworden und hielt sich zur selben Zeit ebenfalls in Wien auf. Er besuchte sie nach ihrem Konzert. Zwischen beiden entwickelte sich eine enge Freundschaft, die bis zu Liszts Tod im Jahr 1886 dauerte. Thank you.
Als Komponistin schrieb sie fast ein Dutzend Charakterstücke für Klavier, die stilistisch sehr an Liszt erinnern. Oft spielte sie diese Stücke als Zugaben in ihren Konzerten. 4 Jahre lang war Sophie Menta Professorin für Klavier in St. Petersburg und unterrichtete eine eigene Klavierklasse. Für ihre großen musikalischen Leistungen hat Sophie Menta mehrere Ehrungen erhalten, darunter den Titel der K&K-Kammervirtuosin. Sie war Ehrenprofessorin des Konservatoriums in Prag und vor allem die erste Frau, die zum Ehrenmitglied der London Philharmonic Society ernannt wurde. Von 1911 bis 1917 lebte sie in Stockdorf im Landkreis Starnberg. Dort ließ sie sich eine Villa im Stil eines russischen Bauernhauses bauen, das sie mit angeblich bis zu 30 Katzen bewohnte. In dieser Betrachtung von Sophie Mentas Leben sind 2 Personen bisher außer Acht gelassen worden. Ihr Ehemann, der bekannte tschechische Cello-Virtuose David Popper, den sie am 4. Juni 1872 heiratete, und ihre am 8. August desselben Jahres geborene Tochter Celestine. Die Geschichte um Celestine gleicht einem wahren Krimi. Wie aus Berichten und Dokumenten ihrer Nachfahren hervorgeht, wurde Sophie Menta im Winter 1871 offenbar aus einer Affäre mit Franz Liszt heraus schwanger. Sicherlich hatte sie ein Kind im Verlauf ihrer Karriere nicht eingeplant, sodass sie sich in einem Dilemma befand. Der Ehemuffel Franz Liszt würde sie nicht heiraten. Ein uneheliches Kind bedeutete für sie eine soziale Notsituation, also auch einen Bruch in ihrer glänzend angelaufenen Karriere. So kam für sie offenbar nur in Frage, den Cellisten David Popper, den sie im Februar 1872 kennengelernt hatte, zu heiraten und das Kind als das Seine auszugeben. Erst nach der Hochzeit musste Popper erfahren, dass er nicht der leibliche Vater seiner im August geborenen Tochter war. Auch wenn Sophie Menta und David Popper gemeinsame Konzerte gaben, stand die Ehe unter keinem guten Stern. Schließlich wurde sie in der zweiten Jahreshälfte 1886, kurz nach Liszts Tod, geschieden. Celestine Popper ist also die Ur-Urgroßmutter des jungen Pianisten Michael Andreas Heringer. Also Michael, meine ganz spontane erste Frage ist, sind die Finger nicht gebrochen? Also alle noch heile? Alles noch okay? Wir haben jetzt ganz fantastisch interpretiert gehört, 4 Stücke von Sophie Menta und von Franz Liszt, die du ja eigens extra noch einstudiert hast, die Menta-Stücke für den heutigen Abend. Wir möchten jetzt einfach ganz gerne noch mal so wissen, wie ist es für dich, macht es einen Unterschied, wenn du ein Mozart-Beethoven-Programm hast und ein Menta-Liszt-Programm hast? Wie ist das für dich? Also, vielen Dank, Dankeschön. Es ist für mich anders, es ist wirklich anders. Es ist einfach, wenn ich Liszt, und jetzt auch habe ich es bei Sophie Menta gemerkt, ich denke, ich habe eine größere Verbindung zu den Liszt- und den Menta-Stücken. Die Liszt-Stücke einfach sind, als ob sie im Blut wären, wirklich. Das sind die Stücke, die ich einfach am meisten mag. Natürlich spiele ich auch Beethoven, Chopin und ich mag es sehr, aber einfach bei den Liszt-Stücken, weiß ich nicht, sie gelingen einfach sehr gut. Am 23. Februar 1918 starb Sophie Menta einsam und verarmt in München. Sie wurde auf dem alten Südfriedhof beerdigt, wo eine durch den Verein Musiker Femina München renovierte Grabstele an sie erinnert.